Badisch-Bier bleibt unerreicht, eins getrunken, zwei geseicht. Es tickt jetzt halt so ein bisschen die Uhr, ja. Weil wir haben heute auch noch nichts getrunken. Nichts. Weil das ist ja quasi unsere Morgenroutine. Wir gehen hier hin, trinken dann. Das heißt, wir sind jetzt quasi schon seit guten... Also wir haben so einen Schluck hatten wir noch in der Flasche. Aber sind seit ungefähr 10, 12 Stunden, wegen der Nacht und so weiter. Ohne Wasser. Quasi schon in der Dehydration. So, der Plan ist, ich habe jetzt schon zwei Schlücke genommen. Ich werde jetzt das hier auch noch austrinken. Dann habe ich so ungefähr 150 Milliliter im Magen. Und dann gucke ich einfach mal, ob der rebelliert bei der kleinen Menge oder nicht. Als Aufhänger, wie viel Wasser wir tatsächlich trinken müssen, nehmen wir den Abbruch von Fritz und Martin mal wieder. Unabhängig davon, wie stark salzig das hier deutlich strömende Wasser tatsächlich war, wollen wir einige wichtige Aussagen von Fritz analysieren. Was passiert im Körper, wenn wir tatsächlich weniger trinken als benötigt? Wie gut kann der Körper Wasser speichern und wie schnell gehen wir tatsächlich in die Dehydration? Der menschliche Körper ist nicht darauf ausgelegt, Wasser zu speichern oder lange Zeit ohne Wasser rauszukommen. Ja? Ja, es gibt diese Regel, dass man sagt, 3 Tage ohne Wasser, aber nach 3 Tagen bist du halt Fritte. Also, weißt du? Bist du halt nicht mehr handeln. Wir sind schon safe 100% in der vollen Dehydration. Absolut. Und überleg mal, wie... 12 Stunden nicht getrunken. Ja, wie oft wir pinkeln waren. Ja, ich war jetzt seit... Ich war heute Morgen einmal. Ja, da ist ich auch seitdem nicht mehr. Hier sind einige wichtige und ganz richtige Aussagen dabei. Ob die richtigen Schlüsse daraus gezogen worden sind, ist eine ganz andere Frage. Hallo ihr wunderschönen Wüstenspringmäuse. Wir sind beim Trinkwasser, wir sind beim Wüstensurvival. Habe ich schon angekündigt im Community-Tab und wir werden uns noch mal ein bisschen damit beschäftigen müssen, wie das mit dem Trinken beim Menschen überhaupt funktioniert, weil da gibt es einige Missverständnisse und sehr starke Vereinfachungen. Stichwort, wir werden hier vereinfacht arbeiten müssen, weil das eine super komplexe Geschichte ist und wir werden so tief in die Materie reingehen, wie es notwendig ist, um für sich selbst einige Regeln zu finden, wie wir mit Trinkwasser unterwegs umgehen. Vorbemerkung außerdem, wir beschäftigen uns hier mit Survival. Also mit der Situation, dass du nicht unendlich viel Wasser aus einer Leitung lassen kannst und jederzeit trinken kannst, wenn du möchtest. Insbesondere in Wassermangelgebieten oder in Wüsten ist das wichtig. Wir sprechen hier also auch über Wüsten-Survival. Passend dazu kommt gerade ein Film aus dem Schnitt, der nächstes Wochenende oder dessen erster Teil nächstes Wochenende ausgestrahlt wird. Ich lasse hier ganz kurz mal den Trailer zum Film durchlaufen. Es ist drückend heiß. Die Sonne brennt erbarmungslos auf uns herab, aber wir müssen weiter. Dauerhaft können wir hier nicht bleiben. In der schier unendlichen Ebene sind wir ein Spielball der Natur. Unsere Kanister sind beschädigt, unser Wasser wird knapp und der Wind hat den Hitzeschild vom Zelt in die Wüste hinausgerissen. Vielleicht war das Ganze doch keine gute Idee. Scheiße, 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 die kommen auf uns zu. Fuck. Noch eine kurze persönliche Anmerkung, weil ein paar Fragen gekommen sind, ob wir über Patreon oder über Kanalmitgliedschaften unterstützt werden können. Das ist unglaublich lieb von euch, aber wenn ihr die Videos anschaut, den Kanal weiterverbreitet oder vielleicht Bücher von uns kauft und lest oder die Verlage, für die wir arbeiten, unterstützt, dann ist es uns Dank genug. Wir haben uns tatsächlich dagegen entschieden, hier irgendwie noch ein Bezahlsystem einzubinden. Uns geht es soweit gut und wir hoffen, dass ihr ein paar Informationen hier rauszieht und dass ihr euch unterhalten fühlt. Das ist uns Dank genug. Wir wollen also nochmal über das Trinken reden. Wir haben ein bisschen schon mal besprochen, wie viel Salz der Körper aushält, wie das Ganze gesteuert wird. Wir erinnern uns, wenn wir etwas trinken und
zu viel Wasser im Körper haben, dann wird es ausgeschieden. Und wenn wir etwas trinken mit viel Salz, dann wird mehr Salz ausgeschieden und weniger Wasser ausgeschieden, damit wir einen gleichbleibenden Salz-Wassergehalt im Körper haben. Sehr, sehr vereinfacht. Mitverantwortlich ist das Vasopressin, ein Hormon, das die Wasserausscheidung reduziert, und das Renin, das ein hormonähnlicher Stoff ist, der die Ausscheidung von Kochsalz steuert. In der Niere. Läuft alles über die Niere. Wir wollen jetzt übers Trinken nochmal reden. Es gibt bestimmte Regeln. Da heißt es beispielsweise, du musst 6 oder 8 Gläser Wasser am Tag trinken. Also die amerikanische Regel. Oder 2 Liter Wasser am Tag. Was stimmt denn jetzt nur? Ich sage, stimmt alles nicht so wirklich, weil wir mit unserem Körper ganz tolle Dinge machen können. Wir haben Regelkreisläufe, das ist die sogenannte Homöostase. Die habe ich schon mal angekündigt, dass wir uns damit beschäftigen werden. Also heute soll es darum gehen, wie wir richtig trinken und ob wir überhaupt einen ausgeglichenen Wasserhaushalt im Körper anstreben. Das ist das Erste. In einer weiteren Folge werden wir lernen, wie wir berechnen können, wie viel Wasser wir auf einer Wüstenexpedition oder auf einer Trekkingreise, auf einer Fahrradreise etc. benötigen. Wie wir das wirklich auf den Liter annähernd ausrechnen können. Soll also jetzt ums Trinken gehen. Und da spielt die Homöostase eine große Rolle. Homöostase bedeutet, wir haben Regelkreisläufe im Körper. Kannst du dir in etwa vorstellen wie ein Thermostat bei einer Heizung? Ein etwas verzögert arbeitender Thermostat. Dein Zimmer hat 20 Grad und sobald es 18 Grad wird, dann wird die Heizung angelaufen, angeschmissen und dann wird es 24 Grad, dann geht die Heizung aus und dann geht es wieder runter und so weiter und so fort. So pegelt es sich immer etwas ein. Und das funktioniert mit unserem Körper ganz ähnlich. Wir haben beispielsweise zu wenig Wasser im Körper. Warum haben wir zu wenig Wasser im Körper? Weil wir Wasser ausscheiden. Wir müssen Harn erzeugen. Wir haben verschiedene harnpflichtige Stoffe. Das sind häufig Abbauprodukte von Muskelabbau oder Muskelverdauung, Eiweißverdauung. Harnstoff beispielsweise. Die müssen wir aus dem Körper bekommen. Und dazu benötigen wir Wasser als Lösungsmittel. Und wenn wir also gepinkelt haben, dann fehlt uns dieses Wasser im Körper. Also bekommen wir Durst. Das sagt der Regelkreislauf, Trinkwasser im Körper sagt, ich habe zu wenig Wasser, also habe ich ein bisschen Durst. Allerdings ist dieser Vorgang, sagen wir mal, nicht wirklich präzise. Ein bisschen vergleichbar wie die Heizung, die mit 18 Grad einschaltet und 24 Grad wieder ausschaltet. Und zwar bekommst du viel schneller Durst, als du eigentlich Durst hast. Du merkst, na, ich habe irgendwie einen trockenen Mund und eigentlich würde ich jetzt gerne was trinken. Das heißt aber noch lange nicht, dass dein Körper dann schon zu wenig Wasser hat. Wie sieht denn das aus? Ich habe einen ausgeglichenen Wasserhaushalt. Nehmen wir mal einfach mal an, es gibt den Punkt ausgeglichener Wasserhaushalt. Zu diesem Zeitpunkt sagt der Körper, cool, Wasser ist da, ich kann brassen. Jetzt werden wir alle Giftstoffe, alle harmlosen Stoffe erstmal aus. Und schon ist der Körper Wassergehalt nicht mehr ausgeglichen. Also sagt der Körper, na gut, dann trinke ich mal wieder was. Ich habe ja langsam Durst. Also Wasser aufmachen und Schluck trinken. Und wir sind wieder über diesen Pegel drüber. Der Körper sagt, sorry, wir haben wieder zu viel Wasser. Blutdruck steigt dadurch ein bisschen. Es wird ein bisschen Salz ausgeschieden über das hormonähnliche Renin, wie angesprochen. Und zusätzlich wird Wasser ausgeschieden, damit wir den Pegel wieder reduzieren. Und so weiter und so fort. So funktioniert das Ganze. Wenn du draußen unterwegs bist und du hast das Ziel, einen ausgeglichenen Wasserhaushalt zu haben, dann wirst du unglaubliche Mengen Trinkwasser verbrauchen und Salz verbrauchen. Wir wollen also niemals keinen Durst haben, wenn wir draußen unterwegs sind. Das ist genau das Gegenteil, als dir jeder Arzt sagt. Wie gesagt, wir sind hier draußen unterwegs, wir haben einfach nicht unendlich viel Wasser. Wir können nicht ständig Wasser filtern oder über Umkehrosmose aus Meerwasser herstellen. Wir sind eingeschränkt. Und zwar auf die Wassermenge, die wir verfügbar haben und die wir auch mit uns mitführen können. Also trinken wir weniger. Wir bleiben in einem Bereich, in dem der Körper sagt, okay, es ist noch in Ordnung, ich habe die volle Leistungsfähigkeit, ich kann auch Schweiß erzeugen, ich kann Harn erzeugen, das heißt alle Giftstoffe rausschwemmen, aber ich bin nicht ausgeglichen. Sobald er ausgeglichen ist, schmeißt er es raus. Es gibt so eine Regel,
die falsch ist. Sage ich gleich im Voraus, in vielen Outdoor-Büchern. Der beste Platz für dein Trinkwasser ist dein Körper. Nein, es ist der schlechteste Platz. Dein Körper ist ein Durchlauferhitzer. Wenn du genügend getrunken hast, kommt es sofort wieder raus. Probier es aus. Heimexperimente haben wir schon ein paar gemacht. Nimm dir aus dem Discounter so diese wunderbar leckeren Spargelgläser. Okay, ein wichtiges, du musst jemand sein, der die Abbauprodukte von Spargel im Harn riechen kann. Und dann setzt du dich daheim hin und trinkst ein Glas Wasser und schaust, dass du so ein bisschen schon pieseln musst und haust dir dann Spargelwasser rein, lecker Spargelwasser. Und dann gehst du Punkt 5 Minuten später pinkeln. Du wirst das Spargelwasser riechen. In diesem Zeitraum, in diesen 5 Minuten, ist das Wasser durch deinen Magen, in deinen Dünndarm, in dein Blut, durch deine Leber, in deine Niere, in deine Blase geraten. So schnell passiert das. Das heißt, du trinkst etwas, der Körper sagt, na, zu viel, raus. Wie kriegen wir das raus? Also, das heißt jetzt nicht, dass du Spargelwasser auf eine Wüstenexpedition mitnehmen musst, sondern wir schauen uns die Farbe des Harns an. Wenn du zu viel oder richtig getrunken hast, ist der Harn transparent bis ganz, ganz leicht gelb. Wenn du weniger als ideal getrunken hast, geht der Körper sofort in den Sparmodus über und konzentriert den Harn auf. Das heißt, er wird dann, sagen wir mal, Apfelsaft gelb. Wenn du deutlich zu wenig getrunken hast, dann wird er blutorangen-rot-gelb. Dann kann er auch eintrüben. Das ist zu wenig. Und anhand der Harnfarbe kannst du in etwa abschätzen, wie viel Wasser du aufnehmen musst. Trinken ist ein aktiver Vorgang. Dein Körper sagt dir nur, okay, ich habe jetzt ein bisschen Durst, gib mir mal was. Aber du musst das ganz gezielt steuern, wenn du unterwegs bist, weil sonst trinkst du viel zu viel. Deshalb ist so eine Flasche auch immer mein Begleiter in Wüsten oder auf Touren, weil ich hier genau sehe, wie viel ich trinke. Ich weiß zum Beispiel, auf einer Wüstentour sollte ich innerhalb 3 Stunden Marsch etwa 1 Liter Wasser trinken, plus Mineralien. Deshalb halte ich überhaupt nichts von diesem Hydrationssystem. Die hatte ich einmal in einer Wüste dabei und man hat Durst, einen trockenen Mund und nuggelt sofort diese Wassersäcke leer. Du hast innerhalb kürzester Zeit viel zu viel getrunken. Viel besser, wenn du einen trockenen Mund hast, nimm einen Stein und lutsch an dem. Das hilft, dieses Trockenheitsgefühl zu reduzieren. Ich weiß, das ist genau das Gegenteil, als dir alle Fachgesellschaften sagen werden. Trink weniger als notwendig. Nochmal, wir sprechen hier von Survival, von Outdoor, von Trekking und von Wüstentouren. Du wirst sehen, dass du in aller Regel bei der Berechnung des notwendigen Trinkwassers für einen ausgeglichenen Pegel viel mehr Wasser trinken müsstest, als du es machst. Beispielsweise spielt die Höhe eine viel größere Rolle. Das werden wir in einem der späteren oder nächsten Videos uns genau anschauen, wie man so etwas berechnet. Wir haben jetzt gesagt, dass wir wenig trinken, dann pinkeln wir wenig, wenn wir einen etwas zu geringen Wasserpegel im Körper haben. Wenn wir zu viel trinken, dann pinkeln wir mehr. Es gibt allerdings noch Stoffe, die das Ganze beeinflussen. Also, wir erinnern uns oder schauen uns in diesem Video an, dass das Ganze über die Niere passiert. Da ging es darum, ob wir leicht salziges Wasser bis etwa 1% Kochsalzgehalt trinken können. Wie funktioniert das Ganze? Wir haben im Körper Flüssigkeit zirkulieren, im Blut, durch die Niere und in der Niere wird Primärharn gebildet. Dieser Primärharn, das sind 170, 200 Liter am Tag, der wird dann aufkonzentriert in den Tubuli der Niere. Wenn ich zu viel Wasser im Körper habe, wird weniger aufkonzentriert. Und wenn ich zu wenig Wasser im Körper habe, wird viel aufkonzentriert. Und diese hormonelle Steuerung dieser Wasseraufkonzentration, die ist sehr schnell beeinflussbar. Und zwar durch sogenannte diuretische Lebensmittel, Getränke oder Medikamente. Und das ist tatsächlich eine relativ große Gefahr. Also es gibt
Einige Medikamente, das sind sogenannte Schleifendiuretika, die werden beispielsweise bei Vergiftungen genutzt. Die können einen Menschen innerhalb von kurzer Zeit töten. Du injizierst diesen Inhaltsstoff und kurze Zeit später hat diese Person sich totgepinkelt, buchstäblich. Vielleicht kennst du den Spruch, Badisch Bier bleibt unerreicht, eins getrunken, zwei geseicht. Das beschreibt die diuretische Wirkung des Alkohols. Wenn du also unterwegs bist und du hast einen hohen Wasserverbrauch und du denkst, alles gut, ich weiß ja, isotonische Getränke, Radler, dann greif am allerbesten zum alkoholfreien Radler, weil jede kleine Menge von Alkohol die Entwässerung des Körpers verstärkt oder verursacht, weil Alkohol mehr oder weniger als Rückresorptionsblockierer wirkt. Das heißt, wenn du Alkohol zu dir genommen hast, dann entwässert der Körper. Dasselbe passiert dir auch beispielsweise beim Goldrutentee. Da entwässerst du auch beim Löwenzahn, bei Brennnesseln. Das sind diese diuretischen Medikamente. Das sollte dir bewusst sein. Wenn du also unterwegs bist in der Wüste und du hast entsprechenden Wassermangel, dann hast du bitte sehr keine Brennnesseltees dabei. Diese Medikamente oder diese Inhaltsstoffe musst du ein bisschen lernen, wenn du dich draußen auch mit Lebensmitteln beschäftigst oder mit Wildpflanzen, wenn du die sammelst. In den Regionen, in denen es die Goldruten gibt oder die Brennnesseln, da hast du normalerweise auch keinen Wassermangel. Aber das einfach als Hinweis. Wir haben diese diuretische Wirkung und wir haben ein Steuersystem im Körper, die Homöostase, die einigermaßen verzögert arbeitet. Was machen wir draus? Wenn du daheim bist und du hast Durst, dann trinkst du einfach was. Wenn du salzige Lebensmittel zu dir nimmst und du hast Durst, dann trinkst du was. Wenn du draußen in einer Wüste unterwegs bist, dann schaust du deinen Harn ganz genau an. Du möchtest, dass er etwa apfelsaftgelb, vielleicht etwas dunkler ist, aber nicht blutorangenrot und nicht transparent. Dann hast du die volle Leistungsfähigkeit bei möglichst geringem Wasserverbrauch. Der Wasserverbrauch kann hier wirklich zwischen 1 und 6 Litern Unterschied ausmachen, wenn du falsch trinkst oder zu viel trinkst. Wusstest du das Ganze? Oder ist es was komplett Neues für dich? Schreib es mir gerne unten in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns vielleicht, ich mache komische Bewegungen, vielleicht sehen wir uns, Call to Action, vielleicht sehen wir uns beim nächsten Wüsten-Survival-Video bei der Durchquerung der Trans-Altai-Gobi in der Mongolei. Da liegt ein Trinkwasserbuch vor dir. Alle Inhalte, die wir hier besprechen, findest du natürlich auch im Buch Trinkwasserversorgung in Extremsituationen. Und noch einen kleinen Hinweis, weil ich gefragt worden bin. Derzeit wird die tierische Notnahrung aktualisiert und neu aufgelegt. Wenn du die Auflage hast mit rotem Einband und vielen kleinen Fischen drauf, ich blende es dir hier ein, da lohnt sich der Neukauf auf jeden Fall. Wenn du die Folgeauflage hast, die sieht so aus, lohnt sich der Neukauf allerdings nicht.